Hallo meine Freunde und lieben Zuschauer. Willkommen zurück zu Bermuda Lost Survival. Ich glaube, ich muss die Lautstärke mal anders einstellen. Gehen wir auch hier so auf 45. Vielleicht versteht er mich dann besser. So, wir sind da hier an einer neuen Meeresstelle, die sich Sandy Krater nennt. Da wollen wir gleich mal abtauchen. Schauen wir mal, was es hier unten alles zu bergen gibt. Erstmal hier unsere Axt mal wieder raus. Sehen, ob wir die Planken schlagen können. Oder auch nicht. Nein, die können wir nicht schlagen. Diese also nicht. Gut. Mal wieder weg. Schauen wir mal, was hier so Schönes gibt. Hier liegt auch ein versunkenes Flugzeug. Gibt es eine Torpedo? Ah, ein U-Boot. U-Boot haben wir also auch. So, greifen uns mal hier ein bisschen Plastik. So, die Planken können wir aber abbauen. Wir sehen so schön glatt aus. Ja, das geht. Wie Butter. Schauen wir uns mal das schöne Schiffchen hier an. Sieht klasse aus, oder? Was ist das hier im Seil? Kann man sich das nehmen? Nein. Schönes großes U-Boot. Sind so Metallplatten. Mal sehen. Haben wir die auch? Ja, die kann man auch harvesten. Muss ich auch greifen. Mal wieder ein bisschen Metall. Sehr gut. Hätten wir schon mal reichlich. So. Ach, hier haben wir auch noch ein Stück. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Ach, ist noch im Rohr. Gehen wir erstmal nach oben. Luft holen. Oh, tauchen wieder ab. Was gibt es denn noch hier Schönes? Na, Container haben wir hier. Können wir uns auch gleich mal anschauen. Ist raus. In den Kisten noch längs und ein wenig Metall. So haben wir nichts Außergewöhnliches. Nein. Aha. Jetzt können wir wieder Container sprengen. Aufpassen, wie wir hochgehen. Zack. Und ab, schnell nach oben. Ach komm. Oh, es hat gewumms. Jawohl. Dann schauen wir mal, was wir hier vorfinden werden. Vielleicht gibt es auch wieder was zu essen. Brauchen wir nicht dringend oder zwingend wieder. Oh, ist ja gar nichts drin. Ist aber enttäuschend, ja. Das war ja Schuss im Ofen.
noch einen Container. Muss mal aufpassen hier, dass wir hier nicht drankommen. Ist nichts, ne? Nein. Da kommen wir gar nicht dran. Komm mal hier. Was haben wir hier unten? Irgendwas Besonderes? Auch nicht unbedingt, ne? Vielleicht mit dem nächsten Update kann man da vielleicht hineintauchen. Ah, hier haben wir noch ein wenig Ton. Ton oder Lehm. Hier noch Lehm. Ist auch noch mehr. Muss ich nichts. Steine brauchen wir nicht, haben wir noch reichlich. Ah, hier ist noch ein Container. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht unser kostbares Dynamit hier verschwenden. So, dann schauen wir mal hier nach, wo wir auf Beute stoßen werden. Entschädigung. Oh, ist unser Rucksack bald voll. Gut, dann gehen wir mal nach oben. So, auf dem Schiff. Zwischendurch können wir noch abtauchen. Da sind wir uns noch ein bisschen um. Haben wir noch ein wenig Plastik, was wir zu Kunststoff auch verarbeiten könnten. Vorsichtig hier an den Minen vorbei. Wieder nach oben. Ach, ist ja auch noch Kunststoff. Nehmen wir auch mit. Mein Plastik. Davon gibt es im Meer ja jede Menge. Mikroplastik. Wovon sich mittlerweile die Fische sich schon von ernähren. Sie dann ja versterben. So, auf zum Fluss. Erst einmal abladen. Was haben wir denn alles? Fische haben wir auch. Oh je, gut. Das ist gut. Oh, 17 mal Iron. Das hat sich ja mal gelohnt. Ist aber gar nicht mal so unübel. So, wie sieht es denn aus mit Essen und Trinken? Na? Können wir es zu uns nehmen? Fische bei Wasser. Würde ich sagen, gucken wir noch mal. Ja, kommt gut hin. Na komm, können wir euch mal eine Runde schlafen. Physisch wieder am Damm sind. So, schauen wir mal kurz. Ja, können wir wieder zwei Fische essen und dreimal Wasser nehmen. Bevor die Fische verderben.
Ja, nicht Move. Das habe ich dann wieder falsch gemacht. Also, direkt am Rucksack. So. Zwei Fischis. Mal Wasser. Schauen wir mal. Jawohl. Wollen wir es vorsichtshalber abspeichern? Dann fahren wir mal ein bisschen hier noch mal geradeaus, zu hier hin, zu dahin. Gucken wir mal, was wir hier so finden werden. Oh, stopp. Ab geht's. Hier waren wir schon. Auch mal ein bisschen weiter. Drehen wir mal eine kleine Runde. Ist der Hai auch wieder da? Ist nichts. Gut, greifen uns wieder hier von ein bisschen. Ah, da ist wieder so ein kleines Schätzchen zu holen. Aus wie eine Vase. Wahrscheinlich hätte das Ophiore oder sowas sein. Komme ich hier so dran? Nehmen uns das doch. Ja. Geht uns noch. Das ist Ton, ne? Gut. Habe ich noch Plastik gesehen? Ja. Nehmen wir uns auch. Komm mit. Ziemlich dunkel noch. Oder liegt daran, was, ob wir etwas tiefer sind als normal? Ah, hier ist auch noch eine, sag mal, Vase. So. Oh, schon ein paar Schätzchen eingesammelt. Das Riesen-U-Boot, das wir schon kennen. Aber viel gibt es ja wohl nicht zu holen. Mal die Warnung: Wir sollten Luft holen, wenn es piepst. Kurz nach oben. Luft holen. Fische gibt es hier also auch. Was man dringenden Bedarf hat, dann kann man auch hier satt werden. So.
wieder unsere Axt. Ja, können wir immer gebrauchen. Hier nach allzu viel gibt es immer nicht zu entdecken. Gibt es auch diese Pflanzen nicht, die es auf unserer Hauptbasis gibt. Was haben wir hier noch? Was ist das? Nichts. Das ist nichts. Gut. Schönes Flugzeug. Den Containern waren wir bestimmt schon, ne? Wahrscheinlich gibt es hier nur das Riesen-U-Boot. Das war's dann. Das kann man auch einsammeln hier. Machen wir mal zu Hause zu gucken, was man damit machen kann. Ja, allzu viel ist hier nicht zu holen. Ich würde sagen, dann lassen wir das hier. Gehen wir mal nach oben. So. Auf mit dir. Können wir auch mal eine Boje setzen. Also brauchen wir jetzt nicht. So, angelegt. Wenn wir hier noch eine Boje hinsetzen, wir werden nur einen Arm, oder? Ja, mal eine Boje. Gut, nehmen wir so einen Hammer. Setzen. Komm einfach U-Boot hin. So, wo hätten wir das? So, dann geht's mal wieder zurück. Ah ja, können wir jetzt hier mitmachen. So. Und die Rief. Level. Schon sind wir wieder zu Hause. So, Bildschirm anlegen hier, anlegen lassen. So, was haben wir denn? Ne? Muss mal was mit drüber. Rucksack
Ist noch nicht voll. Lass noch mal rein. Wird so schwer sein, das eine. So, gehen wir mal rüber. Gucken wir mal, wo wir was abladen können. So, noch nehmen. Aber warum soll ich Kunststoff nicht eher tun? Das ist auch hier hin, ne? So. Das. Hier haben wir diese komischen Rasen. Ach, hier ist Plastik auch noch. So. Teil hier rüber. Ja. Ist auch hier. Hier war nichts drin. Nein. Hier, das Wasser ist wieder fertig. Gut. Mal wieder Kohle verbrennen. Seile haben wir ja reichlich hier. Ne? So, ach hier. Auch woanders hin. So, Wasser. Dafür braucht man gar nicht. Kann auch wieder zurück. Ja, bis dahin. Bestückt. Kommst hier hin? Ach, Brot haben wir auch. Auch woanders hin. Kann man hier überhaupt kräften? Schwarzpulver, ja, geht noch mit. Diese bunten mit dem gelben hier, das kann man, könnte man machen, mal frei herstellen. 8 Stück könnte man machen, muss man nur 8 mal Plastik holen. Sieht ganz gut aus nachts in der Nacht. Plastik haben wir jetzt wo? Hier? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Auch nicht. Ja. Das Blitz. Nochmal. 6. Und 2. 6, 2 sind 8. Mehr brauchen wir nicht. So. Ist auch rüber. Den Fisch ist noch mal wieder. Ich meine 6. Hier. 1, 6. Das ist so wenig. Machen wir mal ein paar Sticks. So. Eile rüber. So. Auf. Unserem Barbecue-Kessel. Hey, wo sind meine Fische? Ich habe die jetzt rüber getan. Bin ich denn? Mensch, hab da eben Fische gehabt.
Sehr gerne. Hier kann ich auch ein paar Sticks rein tun, ja. Komm mal. So. Eine Flasche auch mit rein. Das gibt's ja nicht. Hier keine Fischis. Hier nicht. Ich habe die doch nicht gedroppt oder so. Ist so ein Ding. Na gut, dann gehen wir mal wieder hier hin. Gehen wir dran. Was können wir hier? Ach, nicht Kunststoff und Plastik. Ja, klar. Das war dann natürlich wieder falsch. Hiervon. So, haben wir von 8. Jetzt gucken wir mal. So, was haben wir hier von 8? Jetzt können wir das kräften. Einen blauen machen, einen grünen, einen rosa, einen roten, einen gelben, rechts, Stab. Was? Das könnte man die irgendwo platzieren, wo man möchte. Ist im Hammer, glaube ich, ne? Muss ich irgendwo hin tun. Ja. Und dann grün hin. Auch. So sind immer 5 Stück oder so. Roten will ich. Ein vielleicht. Ne, blockiert. Ja. Nein. Einfach hier drauf. Das war's schon. Muss mir noch dunkel werden, das sieht man ganz gut. Haben wir hier noch was drin gehabt? Ich denke nichts, soweit. Nein. Unserem Boot. Schauen wir mal. Ah, da haben wir noch die Schwärmsachen. Ja. Gut. Mal was essen. Ja, können wir wieder. Die letzten 2 Fische. Und mal Wasser. Ach, wir haben ja noch hier Leute. Diese Leuchtdinger. Macht aber alles nur von einer Farbe. Na gut. Wo haben wir die anderen gehabt? Irons hier. Nein, nein, wieso? So. Nein. Dann haben wir wieder einiges. Dann nehme ich das einmal lieber so, als ich wieder was kräften möchte. Die guten hier, die werden ja nicht viel wiegen. Nein. Irgendwann immer so.
Okay. So, hier die Kiste. Nehmen wir auch mal mit rüber. Falls wir was crashen wollen, brauchen wir das. Ja, und diese Stäbe können wir erstmal wegtun. So, erstmal das. Unser Bildchen. Oh, die Nacht bricht sowieso an. Können wir noch mal eine Runde schlafen? So, wenn wir mal einfach zu uns nehmen müssen, wahrscheinlich. Wieder zwei Fische und Wasser. Fische haben wir keine mehr. Move. Das hatte ich letztes Mal auch gemacht, ne? Dann war das nämlich weg. Ja. Ja, Move. Man muss ja hier irgendwo dann liegen. Ah, nicht aufgepasst. Das ist wieder weg. Man hier nicht aufpasst. So, jetzt aber. Jetzt zwei. Wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Mal abspeichern. So, meine Lieben. Das war's für heute wieder einmal. In dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch auch so weit gefallen gehabt. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und wenn wir hier einiges Material sammeln müssen, was ja wahrscheinlich, weil wir hier die Hütte noch weiter ausbauen werden, um einiges anderes mal auszuprobieren. Vielleicht noch so machen können. Auf Unterwasser. Schauen wir mal, wie wir weiterverfahren. Gut, ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Euer Ernest Potter.